Herzlich willkommen bei der Firma Berotec. In diesem Video werden wir den Einbau unseres Kettenölers anhand dieser Husqvarna 701 Enduro von 2018 demonstrieren. Das sind die Einzelteile des Mofessors: Auftragsdüse, der Öltank, T-Verbinder mit Befüllstutzen, Regenschalter, Steuerbox, Dosierventil, ein Kleinteilepaket, Befüllspritze, das Öl, eine Bedienungsanleitung sowie ein Kabelbinderpaket. Vor der Montage empfehlen wir dringend, die Kette mit handelsüblichem Kettenreiniger von Ablagerung und Verschmutzung zu befreien. Wenn diese nicht gereinigt wird, kann das Kettenöl vorhandene Fettreste und Ablagerungen anlösen und zur Verschmutzung des Fahrzeugs führen. Die Kette sollte immer von der Innenseite beölt werden. Je nach Motorradmodell findet sich eine geeignete Einbauposition entweder am Ritzel oder am Kettenrad. Die Düse kann in die geeignete Position gebogen werden und bleibt in dieser Position. Wir befestigen die Auftragsdüse unter Verwendung der mitgelieferten Aluschelle am Kettenrad. Die Aluschelle wird an der Kettenführung festgeschraubt. Die Kupferdüse kann nun in Position gebogen werden. Es sollte möglichst dicht am Kettenrad anliegen. Im nächsten Schritt verbauen wir das Dosierventil. Dieses steuert den Ölfluss. Es arbeitet schwerkraftbasiert und muss höher als die Auftragsdüse und niedriger als der Öltank positioniert werden. Weiterhin ist die Durchflussrichtung zu beachten. Das Dosierventil kann mit einem Schaumstoff beklebt werden, um Scheuerstellen am Fahrzeug zu vermeiden. Bei der Husqvarna haben wir es hier am Gitterrohrrahmen befestigt. An der Husqvarna haben wir den Standardtank mit 60 ml Fassungsvermögen verbaut und hier am Rahmen angebracht. Die Schlauchleitung vom Dosierventil kann nun in den Steckverbinder des Tanks eingesteckt werden. Der T-Verbinder mit dem Befüllstutzen kann an beliebiger Stelle zwischen Dosierventil und Tank eingesetzt werden. Dafür muss der Schlauch an dieser Stelle durchtrennt werden. Und können beide Schlauchenden eingesteckt werden. Der Regenschalter sollte im Sichtbereich des Fahrers montiert werden. Wir haben den Schalter mit Hilfe der mitgelieferten Halterung am Spiegel der Husqvarna befestigt. Das Kabel des Schalters muss zugkraftentlastet montiert werden, damit es nicht zu Beschädigungen am Schalter kommt. Die Steuerleitung des Kettenölers muss an eine mit der Zündung geschaltete 12-Volt-Leitung angeschlossen werden. Häufig ist dafür bereits ein Anschluss vorbereitet, beispielsweise für Navigationsgeräte. Oft wird dieser Anschluss ACC2 genannt und ist in diesem Fall bei der Husqvarna hinter der Lampenmaske zu finden. Als letzter Schritt wird die Hauptstromversorgung des Kettenölers direkt an der Batterie angeschlossen. Schwarz an Minus, Rot an Plus. Am 10-stufigen Drehschalter der Steuerbox kann die Ölmenge vorgewählt werden. Stufe 1 ist die geringste Menge, Stufe 9 ist die höchste Ölmenge. Auf Stufe 0 ist der Kettenöler ausgeschaltet. Die Steuerbox findet ihren Platz im Heck der Husqvarna unter der Sitzbank. Die Anschlüsse für Dosierventil und Regenschalter sind verpolsicher und wasserdicht. Diese werden eingesteckt und sicher verschraubt. Das Aktivieren des Kettenölers mit der Zündung wird durch kurzes Blinken der LED bestätigt. Folgende Funktionen können mit dem Regenschalter aktiviert werden:
der Regenmodus durch kurzes Drücken und durch erneut kurzes Drücken wieder deaktiviert. Sowie der Entlüften- bzw. Spülmodus, welcher durch 4 Sekunden gedrückt halten des Schalters aktiviert wird. Bestätigt wird dies durch schnelles Blinken der LED. Deaktiviert wird dieser Modus durch erneutes Drücken des Schalters. Beim Entlüftungsmodus ist das Dosierventil permanent geöffnet. Wir haben den Befüllstutzen des Kettenölers unter die Sitzbank der Husqvarna gelegt. Hier ist ein einfaches Nachfüllen des Systems möglich. Alle Schlauchanschlüsse des Kettenölers sind mit Schnellverschlüssen versehen. Hier kann durch Druck auf den Kunststoffrand das System entriegelt werden und der Anschluss abgezogen. Beim Aufsetzen muss der Schlauch über einen Widerstand aufgeschoben werden. Nun befüllen wir das System mit Öl. Dazu verfügt die Flasche über einen Klappverschluss, an dem die Spritze direkt aufgesteckt werden kann. Über Kopf kann die Spritze nun direkt an der Flasche aufgezogen werden. Nach Entfernen des Verschlussstopfens kann die Spritze direkt in den Schlauch eingesetzt werden und das System mit Öl befüllt werden. Dies ist zu wiederholen, bis der Tank gefüllt ist. Der Tank darf nicht überfüllt werden, da sonst Öl aus der Entlüftungsöffnung austreten kann. Die Spülfunktion muss wie beschrieben aktiviert werden. Das Entlüften dauert nun so lange, bis Öl aus der Auftragsdüse austritt. Das war der Einbau unseres Mofessors. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls noch Fragen sind, meldet euch gerne bei uns und allzeit gute Fahrt.